Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce 3 Soul Harvest. Wir gehen endlich nach Altharu, wo die alten Hyberna-Ruinen sind, die wir noch erkunden wollen. Ja, ab geht er. Natürlich wieder mit der guten Truppe. Ich würde sagen, dabei bleiben wir einfach. Ich glaube, dem hier müssen wir aber doch irgendwann mal was anziehen, solange wieder hier nackt rumsteht. Wisst Gott, komm, wisst ihr was, wir geben ihm schnell was. Das kann ja nicht sein, dass du die ganze Zeit... komm, irgendwas kriegst du. Kriegst das Jägerwams. So. Das sieht gleich viel besser aus. Mehr brauchst du nicht. Alles klar. Die Reise nach Altharu beginnt problemlos, wird aber beständig anstrengender. Die heiße und feuchte Luft des Laubschattenwalds überzieht eure Haut mit Schweiß, sodass es sich anfühlt, als würdet ihr in nasse Decken gewickelt reisen. Als ihr euch am Abend des dritten Reisetags in euer Zelt zurückzieht, versinkt ihr in einen tiefen Traum. Ah, stimmt, das letzte Mal, Traum ist jetzt schon ewig her. Wird auch, man hat schon fast wieder vergessen, dass das ja auch was war, ne? Seh sich das einer an. Unsere Berühmtheit General Erev ist mal wieder zurück. Ich bin beeindruckt. 3 Jahre, die ihr nur an der Oberfläche kratzt. Und jetzt seid ihr endlich bereit, tiefer vorzudringen. Warum, frage ich mich da. Nein, sagt nichts. Es ist, weil die Leute da draußen euch wieder vertrauen, nicht wahr? Wenn sie nur wüssten. Wenn ihr nur wüsstet. Wie auch immer. Ihr seid nicht hier, um mir beim Reden zuzuhören. Ihr wollt diese Scharade fortführen. Also, lasst uns mal sehen. Wo waren wir? Richtig. Ihr und ich, wir waren auf dem Weg nach Kavil, um uns mit eurem Oberst Rikus zu treffen. Aber als wir uns dem Dorf genähert haben, haben wir den Rauch gesehen. Nun, lieber Geist, der Grund, warum ich tiefer vordringen will, ist, dass ich in anderen Lebensbereichen vor kurzem auch tiefer vorgedrungen bin. Na, hier ist nach wie vor alles, wie es war. Ich schau mal ganz auf Nummer sicher. Sieht aber echt hübsch aus. Wo auch immer das Wasser hinfließt, aber gut. Im Traum muss nichts irgendwie Sinn ergeben. Passt schon. Nee, sonst nichts. Nee, es ist einfach nur da, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Passt schon. Na gut, dann schauen wir mal. Also irgendwie, diese Lichtgestalt scheint sie überhaupt nicht leiden zu können. So wie es uns immer sagt, was wir Schlimmes getan haben. Schauen wir doch einfach mal. Was ist das? Hier entlang. Ja, das Dorf steht in Flammen. Himmel. Mitsamt. Ui. Ja, betrachtet man mal ein bisschen die Szenerie. Aufgehängt, umgenatzt. Hier ist alles ziemlich kaputt. Und ich glaube, das ist es, was Erev wahrscheinlich auch immer in seinem Traum verfolgt. Also, was heißt in seinem Traum wahrscheinlich so... Er kann sich zwar nicht erinnern, aber ich glaube, das, woran er sich noch erinnert, ist diese riesige brennende Stadt, nehme ich mal an. Oh, und eine Menge Loot. Auf jeden Fall böse. Naja gut, dann schauen wir mal. Bei den Wächtern, was ist das? Nein! Nein, 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 nein! Gute Frau, kommt, wir müssen zurück nach... Sie sind tot. Igash, Naima, Jeran. Sie sind alle tot. Und sind das nicht eure Soldaten, General? Der Oberst, den ihr vorausgeschickt habt? Ja, das ist er. Aber wie? Bei den Wächtern, wie? Ihr sagtet, die Orks würden nicht vor Einbruch der Dunkelheit ankommen. Ihr habt es uns versprochen. Ich weiß es nicht, gute Frau. Ich weiß es einfach nicht. Etwas muss... Wartet. Kieran, er marschiert in diesem Moment Richtung Kavil, oder? Wenn die Ork-Horde bereits hier ist, wird sie als nächstes über ihn herfallen.
Wir müssen zurück zum Außenposten, General. Sofort! Wir müssen meinen Sohn finden, bevor die Orks ihn... Es gab niemals eine Schatzkammer, nicht wahr? Bei den Wächtern! Oh, komm schon. Schau mich nicht so an. Dachtest du wirklich, du könntest uns so leicht reinlegen? Wovon redet ihr? Ach, die liebe Zeit. Ja. Das ist ziemlich düster. Gute Frau, geht es euch gut? Tava? Sie haben mich erwischt. Verdammt. Nicht reden. Ihr müsst eure Kräfte sparen. Wir müssen euch zurück in den Außenposten bringen. Haltet durch, bitte. Kira, wir müssen ihn warnen. Ja? Bleibt nah bei mir. Weiter so. Okay, wenn das tatsächlich exakt die Erinnerungen sind, was passiert ist. Puh. Ich kann hier interagieren, aber okay. Bleibt nah bei mir. Was haben wir denn hier? Verdorbener Schlüsselstein. Ich krieg schon wieder jetzt PTSD von den Medusen-Artefakten da. Verdorbener Schlüsselstein. Das war also der tolle Loot, den ich gesehen habe. Na gut, was will ich aus dem Traum auch mitnehmen in die materielle Welt, ne? Ach, die muss ich hier einsetzen, alles klar. Was ist das? Okay. So, die ist ja schnell aufgestanden. Nahe am Ziel. Und dennoch so weit weg von der Wahrheit. Oh, kommt schon. Denkt ihr wirklich, dass die Geschichte so endet? Ihr habt mich und meinen Sohn gerettet. Und das war's? Nein, General. So einfach ist das nicht. Das ist es nie. Die Frage ist aber noch, warum? Warum sind diese Orks früher angekommen? Die letzten Male verbringt ihr den Rest der Nacht damit, die Decke anzustarren. Als der Morgenappell erklingt, seid ihr unter den Ersten, die wieder im Sattel sitzen. Nach einem weiteren halben Reisetag passiert ihr ein Dorf, das vom roten Herbstlaub bedeckt ist. Noch müde vom Schlafmangel erkennt ihr erst, dass etwas nicht stimmt, als einer der Soldaten blass und mit zitternden Lippen zu euch kommt. Der Sichelmond. Ihr folgt dem Mann auf den Dorfplatz, wo die Bewohner versammelt stehen, ihre Augen allesamt leblos. Ihnen wurden die Seelen geraubt. Feldwebel Raulkin schließt sich euch an. Wir sollten diese Verdorbenen besser rasch finden, General, sagt er. So schnell als möglich. Nun, von jetzt an sind wir auf uns allein gestellt. Geht es nur mir so oder fühlt sich dieser Ort, zittrig an? Zittrig und das heißt? Das heißt? Es ist, als wäre es irgendwie schwerer, sich zu konzentrieren. Wenn dieser hibernische Prinz tatsächlich mit dem Schleier und den verschiedenen Realitäten experimentiert hat, könnte das der Grund dafür sein. Möglich. Finden wir diesen Stab. Und dabei sollten wir die Augen nach allem anderen offen halten, das uns eine Hilfe sein könnte. Wenn der Prinz den Gott des Lichts studiert hat, könnte es auch dazu wertvolle Aufzeichnungen geben. Ja. Ich bin hier. Ach du liebe Zeit. Ein Alabaster-Golem. Braucht ihr was? Ich glaube, spätestens jetzt könnte ich... Ein Moment, da haben wir doch was von Ratio Farm. Katras. Spricht etwas dagegen? Okay. Komm, das machen wir jetzt erstmal so weg, das Vieh. Aber ich glaube, hier könnte es sich tatsächlich lohnen, mal diesen Golem-Kaputtmacher. Den professionellen Golem-Kaputtmacher mitzunehmen. Nur... Wie hieß das Ding nochmal? Drakoniden? Falls es hier ein Golem ist. Drakonidenhammer. Das Ding hat auch übelste Schadenswerte. Da ist er kaputt.
Gab es nicht einen, der solche Konstrukte geone-shottet hat, einfach nur? Ah, das Königin-Wachenschild. Stimmt, das wäre auch super, wenn es da noch dabei ist. Axt, geschwächt, Draconitenhammer, 50%. Nur 50% Bonus, falls 10 Golem ist. Für große Streitkolben. Mann, gab es nicht die eine Waffe, die wir bekommen? Ah ne, ich glaube, dieses eine One-Shot-Ding, das hat er im Angebot gehabt, aber wir haben es, glaube ich, nicht gekauft. Ja, komm, 50% mehr Schaden ist zwar ganz nett, aber er macht eh nicht viel Schaden, von daher wird das keinen großen Unterschied machen. One-Hits würden einen Unterschied machen, aber... Ja. Die stehen nicht zur Debatte. Oh? Was haben wir denn hier? Na, was haben wir denn hier? Der Prinz mochte Rätsel wirklich sehr, was? Dafür sind die Hibernier doch bekannt, oder? Rätselhafte Mechanismen, Drachen und Fallen. Sehen wir mal, ob wir herausfinden, wie man sie öffnet. Also ich sehe hinten schon mal ein schönes Ding. Das hätte ich jetzt sowieso als allererstes erkundet. Da ist ein Tisch. Hier drüben. Da setzen wir uns mal alle. Was ist das? Dritte Schriftrolle über den hibernischen Prinzen. Poema verwickelt für? Okay, das ist was Englisches. Aber das ist nicht das, was wir gefunden haben, ne? Dritte Schriftrolle des hibernischen Prinzen. Er ist vom Jadestab gänzlich unbeeindruckt. Gott der Vernichtung, er der Gott des Schweigens. Mein Bruder weiß von meinen Anstrengungen. Ich erwarte, dass seine Wachen am Morgen zu mir kommen werden. Sollten sie... Ich bin nur ein Geist, der noch nicht hat weiterziehen können. Ja. Genau. Klar. Ah, alles klar. Ist es wirklich so einfach, dass sich jeder nur eine auf jede Platte stellt? Ja gut, das war jetzt nicht das komplizierteste überhaupt. Aber schaut echt cool aus hier. Mann, so viele potenzielle Thumbnails für diese Folge. Aber wenn, da hätte ich gerne die Traumwelt genommen. Also, wie ist der Plan? Ja. Die Hiberner-Ruinen sind aber echt mega. Was braucht ihr? Ja, ne. Nidari Brutmutter. Ich hätte mal gerne einen Vater von Nidari. Wir können es mit ihnen aufnehmen. Verhöhnen! Ich höre. Ja. Doch echt Zeit, dass ich jetzt mal endlich Stufen in diesen Kampfmagierbaum stecken kann. Zumindest ein Level. Da bin ich mal gestanden. Würde ich nämlich mal... Ich meine, ich könnte das Schwert auch jetzt schon nehmen. Aber ich glaube... Ja, ich könnte halt kein Schild dazu ausrüsten. Da müssten die Fähigkeiten reduziert werden. Wenn das dann noch der Fall ist und ich noch so ein irgendein schönes Schild nehmen könnte. Beispielsweise hier, dass ich immer wieder Fokus bekomme, wenn ich einen Angriff abwehre. Durch das Schild des Archons. Das wäre auch eine Idee. Und wenn mein Intelligenzwert auch für Konstitution zählt oder so, weil das gerade ja wegen Kampfmagier sowas ist. Also wenn das wirklich für die anderen Sachen zählt, dann könnte ich vielleicht mir auch die Archon-Rüstung nehmen. Passt auf! Ist das Feuer One-Shot? Nö, es macht einfach nur ein bisschen Brennen. Das Vieh kann aber leider keinen Schalter betätigen. Gut, dann werdet ihr höchste Magieresistenz. Katras. So, nur für den Fall, dass du getroffen wirst. Und ausmachen, bitte. Ja? Gott, können wir weit rauszoomen. Weiter so. Hier entlang. Das ist ja ungewöhnlich. Hoi, hoi, hoi. Womit fangen wir an? Das ist ein etwas größerer Ort. Also richtig schön mysteriös. Ein lodernder Golem. Ja, herzlichen Dank. Etwas, wo ich mit... Feuerkreatur. Schwach gegen Eisschaden.
Das ist natürlich etwas schwierig. Katras, du gehst mir mal, drehst das Vieh von der Gruppe weg. Ja. Gut. Genau so. Machst einfach mal ein Schild für dich. Darfst ruhig mal egoistisch sein. Ich glaube, der Feuerfunken macht. Nee, der macht überhaupt keinen Schaden. Cool, Frage, ob es jetzt lebendig zählt oder nicht, aber ich glaube eher wenige. Weiter so. Teilen des Feuergeldes. Ja. Wunderbar. Da können wir nicht rüber. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Also ich wäre ja wirklich vorsichtig, mich so nah hier an diese Treppenstufe zu stellen, wenn es so tief runter geht. Wollte ich nur zuzugucken, mir wird schwindelig. Speichern. Sicherlich. Sicherlich. Mhm, da können wir wieder was beschwören. Mehr Nidari. Vorwärts. Trank des Neubeginns. Hier drüben. Ich bin hier. Zweite Schriftrolle des hibernischen Prinzen. Ich weiß, dass man meine Handlungen missverstehen wird. Ich wünsche meinem Bruder nichts Übles. Er ist der rechtmäßige König, und es war sein Recht, meine geliebte Dania zu heiraten. Aber ich habe all die Jahre meines Lebens darauf verschwendet, mich seinen Rechten zu beugen. Kann es keine andere Realität für mich geben? Soll mein Bruder diese haben? Der Lichtgott wird mir meine eigene zugestehen, wo Dania und ich zusammen sein können, so wie wir es sein sollten. Ja. Ja, leider kein Fertigkeitspunkt, aber das ist auch schon mal nicht schlecht. Obwohl sich die Frage stellt jetzt, Windskraft-Konstitution. Gut, im Notfall kann ich immer noch einen Trink des Neubeginns schlucken, von denen habe ich noch so viele. Uiuiui, die Soundkulisse hier. Ich meine, Willenskraft ist eh nicht so wichtig. Ich habe hier... Ja, die Lebensblüte ist Willenskraft, aber das ist intelligenzbasiert. Das ist intelligenzbasiert. Klar habe ich mit Willenskraft ein bisschen größeren Mana-Pool. Ich würde erstmal weiter auf Konstitution gehen, einfach. Mehr aushalten ist gut. Jetzt habe ich sogar mehr Rüstungen zu Hause. Oh, jetzt könnte ich sogar Norias Rüstung anziehen. Jawohl! Ja, dann machen wir das einfach mal. Niedergang des Leichnams, sehr gut, das ist ja nochmal was anderes. Jetzt mit dem Helm dazu, ne? Aber nur wenn kritische Treffer, das bringt mir wenig. Aber Norias Rüstung, vielen Dank. Passt wie angegossen. Ansonsten bleibe ich einfach, wie ich bin. Ich bin halt, wie ich bin. Aber ja, der Trank hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier habe ich, glaube ich, keinen Trank übersehen, oder? Oh, da ist doch was. Katras, du schaust mal hinter. Ich höre. Der Rest kümmert sich mal um die Nidari hier. Hi. Schon wieder eine Mutter. Mann, ich hätte gern mal so einen Vater, dass ich die Quest doch noch abschließen könnte. Aber ich glaube, darauf brauche ich nicht zu hoffen. Die Quest ist eine Lüge. Wir brauchen mal Verstärkung, jetzt wo Katras nicht da ist, um zu tanken für uns. Ist ja alles schon auf dem Weg. Beschwimmen wir mal was Großes, bitte. Was Spannendes. Was zum Spielen. Ich könnte einen Heiler gebrauchen.
Und Schokolade. Gib dir mein Schild. So, kann das jetzt, wo du dort bist? Schau mal. Fokustrank, Heiltrank, Gold. Naja. Seid ihr euch sicher? Ziemlich groß hier. Den Weg hier jetzt auch noch gegeben, ne? Ah, das sieht mir aus, als wäre das hier der optionale Weg gewesen. Dann gucken wir noch da hoch. Wonach steht euch der Sinn? Nach euch. Wonach steht euch der Sinn? Nach euch. Alles klar. Danke, Katras. Oh, hier ist eine Spiegel. Ach, da unten ist Wasser, wie es aussieht. Oder? Ja, das ist eine Wasserspiegelung hier. Also geht's doch gar nicht so tief. Es geht, ist da einfach Wasser anscheinend. Nee, aber da geht's doch tief. Hier wird nochmal gefightet, alles klar. Na dann. Oh, der Pfeil, der hat gesessen. Versucht nicht zurück. Was haben wir denn hier? Krabbendung. Ja, jetzt brauche ich ihn auch nicht mehr. Vielen Dank. Wegtreten. Aus dem Weg. Aber dieses tolle Schwert. Gut, das ist Sentenzas Schwert, aber. Da. Das flammende Langschwert, das intelligenzbasiert ist. Mit jedem Angriff Zauber auslösen. Das könnte schon cool werden, wenn ich das dann benutze. Oh, habt ihr mich vermisst? Kampfmagie würde zu General Irif ganz gut passen, würde ich sagen. Ja, geht voran. Ah. Ihr habt hoffentlich gute Was ist das? Eine Truhe. Kappe der Konzentration. Falls die Lebenskraft über 90% liegt, dann wirst du, werde zur Kappe der Konzentration. Eine feine, stark verzierte Pelzkappe. Da sie als Arcana-Verstärker dient, kann sie ein ungestörter Träger auch subtilste Veränderungen in seiner Umgebung wahrnehmen. Was zur Hölle? Er kann die anziehen. Yria fehlt knapp die Intelligenz. Mir fehlt knapp die Willenskraft. Reit könnte sie anziehen. Warum zur Hölle hast du einen Ring des Wirbelwinds? Was zur Hölle, Reit? Ist das ein Hufeisen? Moment mal, finde ich damit irgendwelche Sachen? Nee, Kappe der Konzentration macht 0,33 Fokus die Sekunde. Naja, Fokusregeneration ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, das brauche ich mit RF am meisten. Du nimmst mal den Wirbelwindring weg, oder habe ich nichts anderes? Na, ich habe nur noch diese... Ich müsste echt mal neue Ringe holen, und wenn es nur Lebenskraftringe sind. Hallöchen. Wow, okay, das sieht cool aus. Geduld, noch nicht. Noch nicht. Ich bin hier. Bleib nah bei mir. Funke der Essenz. Funke magische Energie. Durchdrungen von der Essenz, dem Allfeuer. Versucht nicht zurückzufallen. Jawohl. Findet den Jadestab. Den Stabe Jad.
Nummer 3. Interessant. Scrolle für Hibernian Prince. Was haben wir denn hier? Jawohl, das ist ein Trank, der mir einen Fertigkeitspunkt gibt. Jawohl, 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 jawohl. So, Kampf Markus. Alle Nahkampffertigkeiten erhalten Intelligenz als zusätzliches Mal. Ah, verstehe. Aber ich würde trotzdem mit jedem Nahkampfangriff jetzt Zauber auslösen. Verbesserte Feuermacht. Das heißt, ich bekomme durch Zuschlagen verbesserte Feuermacht immer wieder. Ich will mal kurz speichern, auf den Fall. Okay. Weil, ich meine, eure waffenbasierten Fähigkeiten skalieren nun zusätzlich zum körperlichen Attribut. Auch mit Intelligenz, mit erfolgreichen Nahkampfattacken verstärken eure nächsten Feuer- und Eiszauber. Ja gut, okay, Feuer und Eis macht. Bin mir jetzt noch gerade unsicher. Ich meine, ich kriege beim Zuschlagen jetzt ein bisschen Feuermacht dazu, aber ansonsten, ich hätte mir echt anders vorgestellt. Was auch die Stufenvoraussetzungen angeht für die meisten Waffen, aber da ändert sich nicht sehr viel dran. Na, noch ein rascher Opfer durch als Zweitwaffe. Was nochmal den Schaden erhöht. Ich habe halt keine Nahkampffähigkeiten. Dementsprechend Intelligenz eskalieren. Der Faktor für Nahkampffähigkeiten zählt jetzt nicht so unbedingt rein. Na komm, dann sind wir jetzt auf Nahkampf getrimmt. Schauen wir mal, wie es wird. Ich schaue jetzt fast ein bisschen, gerade mit der Kapuze und mit so einem Flammenschwert, ich schaue fast ein bisschen aus wie Tyrael, ey. Was Diablo. Okay, da geht's noch weiter. Sicher doch. Und da sind wir jetzt hier. Interessant. Aber ich würde glatt mal sagen, genau an dieser Stelle sind wir jetzt eigentlich eine halbe Stunde dabei. Jetzt habe ich mal ein bisschen mehr drauf geschaut, wie es hinhaut mit der Zeit. Wir haben jetzt letztes Mal auf guten Dreiviertelstunde Folge gemacht. Ich glaube, jetzt können wir mal ganz normal dabei bleiben. Ah, stimmt, die Aufzeichnung noch. Weil, scrolle für Hibernian Prince. Scroll hier vor uns. Und Old Halu. Ah, ist aber auf Deutsch, okay. Alle Schriften, das... Okay, das ist die letzte anscheinend. Die Gelehrten sprechen nur von seiner Macht, die Realität zu vernichten und ignorieren, dass dies nur die halbe Natur des Gottes des Lichts ist. Warum beschränken wir uns derartig? Wir konzentrieren uns nicht nur auf den Sonnenuntergang oder die fallenden Blätter im Herbst. Wir feiern Geburten und Erneuerungen. Und so sollten wir auch Freude über die schöpferische Kraft des Gottes Lichts empfinden. Ich muss das Licht nähren. Ich bete, dass es meine Gabe annehmen wird. Ja gut. Dann bedanke ich mich mal soweit fürs Zusehen und wir sehen uns genau an dieser Stelle dann beim nächsten Mal wieder.